Frage, und zwar sterben Wolken. Also die Wolkenform ist ja abhängig von der Luftbewegung. Wenn die Luft von links nach rechts bewegt, dann verändern sich auch die Wolken ein bisschen. Wolken entstehen, wenn Luft aufsteigt, dabei abkühlt und der Wasserdampf dadurch kondensiert. Grundsätzlich gilt in der Atmosphäre, wenn irgendwo Luft aufsteigt, muss irgendwo anders Luft sinken. Also wenn wir hier schön Wetter haben, ist es irgendwo anders Schlechtwetter und umgekehrt. Und wenn Luft absinkt, passiert das Gegenteil, dann lösen sich die Wolken tendenziell auf. Dieses Muster... Was? Muster auf absinkender Luft kann aber unterschiedlich kleinräumig sein. Was ist ein kleiner Raum? Also da haben wir einen kleinen Raum, oder? Um zwei Extremfälle zu skizzieren, wenn die Luft gleichmäßig über eine weite Fläche aufsteigt, dann entsteht dort tendenziell eher eine geschlossene Wolkendecke. Luftmassen zum Ausgleich wieder absinken und dort blauer Himmel ist.